Ja, und morgen um 10.38 Uhr hat ein Lkw-Fahrer uns gemeldet, dass Schüler dort durchnässt in der Nähe der Fulda standen. Wir konnten dann feststellen, dass eine Schülergruppe aus Darmstadt eine Paddeltour gemacht hat auf der Fulda von Bad Hersfeld in Richtung Ludwigsau-Meckla. Und aufgrund starker Strömungsverhältnisse, das vermuten wir jetzt, sind mehrere Kanus gekentert. Wir haben dann eine große Suchaktion gemacht in dem Bereich Bad Hersfeld, Ludwigsau-Friedlos-Meckla und konnten dann insgesamt auch dann 15 Kinder und auch eine Begleitperson, eine Lehrerin aus der Fulda bzw. vom Ufer der Fulda retten. Wir sind aber wirklich froh, dass alle gerettet wurden. Wir haben eine sehr große Aktion hier gestartet mit DLRG, mit den Feuerwehren Bad Hersfeld, Ludwigsau und mit allem, was laufen konnte bei der Polizei, sodass wir recht frühzeitig auch melden können heute Mittag, dass alle gerettet wurden. Das war nicht einfach für uns, an die Kinder heranzukommen, aber im Endeffekt muss man sagen, es ist alles entsprechend gut gelaufen. Fest steht, wir haben mit einigen Mühen, weil das doch sich ganz schön zerflattert hat, die Einsatzstelle, eine sehr lange Einsatzstelle war an der Fulda, die Kinder zusammenbekommen. Es sind alle Kinder wohlauf, sie sind zwar ein bisschen nass, aber freuen sich richtig, dass sie da jetzt noch was erleben. Ja, da ist gut ausgegangen. Wir konnten das gut abschließen. Die Kinder waren bestens betreut. Was wollen wir mehr? Dankeschön.